Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ich mag den Silbereisen ja auch irgendwie. Da musst du dich nicht für... Nee, das meine ich doch gar nicht. Weiß ich, ganz schwieriger Typ. Ich mag den auch nicht. Also, ich hab da so ein privates Problem. Da hilft Eierlikör. Egal was du hast, immer Eierlikör. Helga! Ja, nun erzähl, was hast du denn? Ich glaube, ich bin schwanger. Wie da denn? Na, du weißt doch, wie das geht. Ja, aber also du und dein Mann, also ihr habt noch, vor 4 Wochen da ist das irgendwie auf einmal über mich gekommen. Oh Gott. Ja. Das ist ja schrecklich. Was? Die Vorstellung. War eigentlich ganz schön mal wieder. Aber Marianne, du bist doch alt. Auch im Alter kann man ja noch, also, Dein Ofen ist doch gar nicht mehr, betriebsbereit. Ich habe einen ganz neuen von Dieter Fuhrmann gekauft. Der Ofen ist top. Nee, also, die Klappe von deinem Ofen, die geht ja noch auf, aber in deinem Ofen drin ist doch gar keine Wärme mehr, die das Brötchen, sag ich mal, braun und knusprig macht. Was denn für ein Brötchen, Helga? Dein Backofen, Marianne. Ja. Der hat doch sozusagen ein Haltbarkeitsdatum. Und danach schimmelt der, oder was? 50 Jahre hast du da Garantie drauf. 50 Jahre? 40, 50 Jahre hast du da Garantie drauf. Und danach, da macht das ja noch Spaß zu backen. Ich weiß nicht, was du willst, ganz ehrlich. Aber wenn dein Mann da ein Brötchen, reinspritzt. Spritzgebäck kann ich nicht, krieg Ohrensausen von. Dann wird aus dem wabbeligen Teig auch kein schönes, braunes, knuspriges Brötchen mehr, Marianne. Ich ruf die da an, der hat mir Blödsinn verkauft. Nein, Marianne, ich will damit sagen, ich glaub, in dein Alter, da kannst du nicht mehr schwanger werden. Ach so. So eine Vermutung. Ja, weiß ich auch nicht. Hast du verhütet? Nö. Du musst doch verhüten, Marianne. Ja, aber ich dachte, mein Ofen ist, also... Eigentlich schon, aber man weiß ja nie, vielleicht ist dein Ofen ja ein Markengericht, was länger durchhält als alle anderen. Der verkauft nur Secondhand, deswegen war das auch so billig. Hast du einen Schwangerschaftstest gemacht? Ja. Und? 2 Striche. Du hast einen Corona-Test gemacht. Was? Ein Corona-Test war das. Nee. Wie hast du das denn, einmal in den Rachen und einmal in die Nase. Um Gottes Willen. Was? Woher soll deine Nase denn wissen, ob du schwanger bist? Na, der Schleim weiß das doch. Da sind doch so Spurenelemente drin. Du musst auf den Schwangerschaftstest, musst du rauf, urinieren. Ich bin eine Frau, so was mache ich nicht. Urinieren, nicht ornanieren. Also. Marianne. Ist alles ein bisschen aufregend, Helga. Konzentrier dich. Ja. Mann. Also. Was sagt dein Mann dazu? Der muss da gar nichts. Wie, was muss er das? Heißt, was der hat da nichts mit zu tun. Ich will da erstmal selber mit mir. Also. Dein Mann hat ein Spritzgebäck in deinen Ofen reingemacht. Der hat da sehr wohl was mit zu tun. Oh Gott, bitte lass mich nicht schwanger sein. Du bist nicht schwanger, Marianne. Aber. Dein Ofen ist in Rente. Der hat seinen Dienst getan. Du, Dieter, folgendes, mit dem Ofen bin ich nicht zufrieden. Nee. Ja, meine Nachbarin sagt, das ist meine wertige Ware. Ja. 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 Gut, brich den wieder rum, ja? Okay, jo. Gut, ich hab... Gut, Dieter. Gut. Dieter. Guck da, so. Du verstehst auch gar nichts, ne, Marianne? Wie ist es denn bei dir und deinem Mann? Was? Habt ihr noch so Sex? Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Frisch rasierte Schenkel. Kann ich nicht. Aber wenn das die richtig gut durchgebrochen sind, die Schenkel, das ist ganz dann schmecken die richtig gut. Ich habe das auch in Paris, habe ich mal gehabt. Muss nur richtig gut durch sein, der Schenkel. Krieg meine Tage von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muck dat.